Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde, die Infected mit Voucher und mit dem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, das musst du jedes Mal neu zuschalten, damit man die Anzeige hier sieht. Ihr seht, da bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe alles ausgemacht. Ich war ja Materialien besorgen, wie ich es angekündigt hatte, also hauptsächlich Holz und Stein. Und bei der Gelegenheit dachte ich, weißt du was, dann mache ich das jetzt alles mal aus, dass mich der Angriff nicht überrascht. Und der Nachteil ist halt, dass wir in der Zeit nichts produzieren. Jetzt hatte ich kurz überlegt, ja, wieso baue ich die Produktion nicht außerhalb hin? Aber ich glaube, du kannst außerhalb dieses Claim-Blocks nichts bauen, ne? Wenn ich das richtig weiß. Jetzt machen wir uns erstmal hell. Da könnt ihr aber mal eure Erfahrungen teilen. Muss man das in Kauf nehmen, weil man außerhalb nicht bauen kann? Oder hat man die Möglichkeit, irgendwie extern die Schmelzen laufen zu lassen? Weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich. Aber dann muss ich wieder hin und her fahren, ist auch scheiße, ne? Nee, das machen wir nicht. Wir pennen jetzt, stärken uns so gut es geht und dann müssen wir mal gucken. Ich will das Gewächshaus schon mal anzeichnen, weil ich keine Lust habe im Winter ohne was dran zu stehen, weißt du? So, wir haben auf jeden Fall unsere Ruhe, wenn ich alles ausschalte. Den Vorteil haben wir auf jeden Fall, ne? Problem ist halt, dass nichts geht, außer hier. Der läuft natürlich. Und allzu viel ist da aber auch noch nicht passiert. Gut, also wir haben Aufgaben. Das hier müssen wir laufen lassen, das machen wir nach dem Lootausflug. Brauchen wir 8 Eisenbarren, die schmelzen sich dann da hinten ein. Dann habe ich Stein besorgt, das passt auch. Die Dinger hier fertig bauen sollte auch kein Problem sein. Und wir müssen Nägel herstellen. Und natürlich brauchen wir super viele Spikes auch, ne? Jetzt pass auf, für das Gewächshaus, glaube ich, reicht uns eine Dreierbreite. Das würde ich auch dann hier hinbauen. Ich hatte zwar gestern verworfen, dass wir hier schon rangehen, aber das Gewächshaus wäre natürlich ein Träumle. Und damit es hier später in gewisser Weise auch gleich aussieht, muss dann hier der Schräge wieder rein. Also wenn man sowas machen sollte, es sich schon spiegeln, finde ich. Weißt du? So, ist jetzt nur mal fürs Anzeichnen. Und wir gönnen uns jetzt hier ein bisschen Material. Dafür habe ich es ja geholt. Ne? Gut, da ist jetzt alles drin. Hier, zack. Ich habe so Bock auf das Spiel gerade. Im Moment, das ist der absolute Wahnsinn. Wir müssen nur mal gucken, jetzt halt mit den Angriffen. Wie gesagt, ich will die Produktion durchlaufen lassen. Je mehr Spikes wir haben, desto einfacher wird es dann später für uns. Komm, wir bauen das mal kurz fertig, der Nameless und ich. Dann hole ich euch gleich nochmal dazu. Und dann können wir mal das Gewächshaus anzeichnen. Dann wissen wir auch, was wir brauchen dafür. Das wäre dann auch meine Farmliste, weißt du? Wenn wir jetzt eh looten gehen, dann achte ich da ein bisschen expliziter drauf. Jo, aber dann kann ich es ja in dem Fall auch gleich. Ja, jetzt gucken wir mal, wie weit ich komme. Bereit für unser geliebtes Chinga-Spiel. Unser geliebtes Chinga-Spiel. Ich baue vor und wir machen es gemeinsam fertig. So, dann machen wir den noch drauf und den noch drauf. Nehmen uns hier nochmal einen frisch. So, Chinga-Spiel beginnt. Leider macht es hier keine wirklichen Sound-Chinga. Aber das reicht ja. 5, 5 und 5. Das heißt noch 3 Stück, dann sind wir hier durch. 1, 2, 3. Das müsste normalerweise schon reichen. Wobei, jetzt sind wir. Ist ja jetzt auch blöd, ne? So, was natürlich dann auch nicht fehlen darf, das können wir ja vielleicht auch noch kurz machen, dann ist da auch ein Haken dran. Wir brauchen hier eine schöne Treppe. Die geht hier nicht, hier geht sie. Die könnte aber eventuell deswegen nicht gehen, weil er hier im Weg ist. Ich hoffe, der läuft noch. Ich gucke gleich nochmal rein, dass man den neu zuschalten muss. Das passt, das passt. So. Ja, der ist aus durchs Umsetzen, ne? Also, dann starte ich ihn halt nochmal neu. Was brauchen wir hier? 4 Bretter und 3 Holzscheit. Dann wird es jetzt doch nochmal so sein, dass wir gemeinsam eben kurz Mats holen. Den verballere ich dann da. Und dann nehme ich die Dinger hier kurz raus. So schnell sind die paar Mats weg. Ich muss mehr Lager bauen. Dann komme ich nämlich in Zukunft da auch mit dem Holz hoch. Weißt du was? Einen Wagen können wir uns ja gemeinsam holen. Ich bin auch gerade dabei, hier immer die Ecken zu machen, weil ich nicht zu weit rausfahren möchte. Denn, wenn ich es richtig gelesen habe, müsste irgendwo jetzt ein kleines Trupp sein, das gespawnt ist, nachdem der Lichtwert über 10 sich resettet hat. Und die würde ich dann schon gerne mit euch gemeinsam erleben. Bevor wir aufbrechen, und ich will heute aufbrechen, müssen wir essen und trinken noch kurz. So einen kleinen kannst du noch, nimmst du den. Und Speere habe ich auch schon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon ausgerüstet habe. Ich habe Knochensperre gemacht. Ne? Wir haben ja Knochen gefunden. Mit denen sind wir dann ein bisschen besser unterwegs schon mal, wie beim letzten Mal zum Beispiel. Gut. Na, den habe ich auch aufgestellt, weil ich will zukünftig dann hier meine Werkzeuge drin haben. Hier die Speere, sodass ich irgendwie einen schnellen Wechsel hinbekomme, wenn wir mal geschwind aufbrechen wollen. So, warte mal, da hat jetzt gefehlt 2 oder einer.
Zack, zack und zack. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Einer fehlt noch. Bumm. Bumm. Ne, drei Stück sind es nur. Ich hau da aber gleich nochmal durch. Bub, bub. Und Büppchen und Kalüppchen. Weil du kommst ja mit den Holzstämmen hier nicht hochgesprungen. Deswegen ist es so sinnvoller. Was hat hier noch gefehlt? Bretter und Nägel. Ja gut, da kümmern wir uns, wenn wir zurück sind. Jetzt regnet es gerade, das ist okay. Also, ich habe schmutziges Wasser drin. Das muss ich natürlich ausleeren. Dann hole ich mir nochmal einen Pfund Trink. Hier ist jetzt leer, das heißt, ich fülle das jetzt gleich nochmal nach. Schmutziges. Ja gut, das können wir ja einmal kurz durchlaufen lassen, dann haben wir ein bisschen Wasser dabei. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir 100 Jahre unterwegs sind, wenn die auch so eine kleine Siedlung ist wie die letzte. Aber wie gesagt, wir kriegen halt die Dinge dann, die wir brauchen, ziemlich schnell. Das muss ich nachher irgendwie planen, wenn wir dann hier weiter ausbauen, den Küchenbereich. Der müsste dann direkt so am Wasser liegen, dass ich da kein Problem habe. So, was ich nie gemacht habe bei dem Spiel, was wir jetzt halt anfangen, ich koche das ab und mache dann aufgrund vom Lichtwert hier oben das Zeug immer aus. Normalerweise habe ich immer einfach ein bisschen mehr Mats besorgt, ne? So, wenn wir zurück sind, schmeißen wir die Dinger an, dann rechnen wir natürlich mit dem nächsten Angriff. Das ist alles kein Problem. Das Gewächshaus zeichnen wir gleich an, wenn das Wasser durch ist. Müsste jetzt schon durch sein gleich. So. Deswegen hatte ich auch 59 Einheiten Schmutzwasser, weil du kannst es ja ausmachen. Später haben wir natürlich mehr Behälter, dann ist das alles noch weniger ein Problem. So, ich mache es aus, ja, kostet 1, aber in dem Fall mache ich jetzt hier leer. Schnapp mir nochmal frisches Wasser. Zum Essen haben wir jetzt halt im Moment nicht wirklich was, außer das Package. Und danach müssen wir mal die ersten Beete aufbauen. Hier habe ich schon Sand vorbereitet, den brauchen wir dann auch fürs Gewächshaus. Wir müssen da sehr viel Glas verbauen, ne? Jo, die mache ich jetzt mal hier rüber. Die brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. Das auch nicht. Den auch nicht. Und das mache ich jetzt einmal hier rein. Dann ist das auch erledigt. Wasser habe ich geschöpft. Hä? Oh, guck mal, müssen wir reparieren, ne? Oh, die müssen wir dringend reparieren. Da darf ich nicht länger warten. Habe ich nicht gesehen. Ja, ist jetzt leider noch nicht fertig, was ich hier machen wollte. Das heißt, ich hau mal die Axt hier kurz für einen Moment raus. Nehme den Reparaturhammer. Und guck mal, was mich das kostet. 6 Steinkleine. Klopfe ich hier auch schon mal drauf. Und hier auch. So, dann haben wir das. Nicht, dass wir dann nochmal eine einbüßen. Frage ich mich gerade, habe ich jetzt dann soweit alles im Griff? Jo, ich denke schon. So, Werkzeug rüber. Den Speer, den ich rausgeschmissen habe, den hätte ich gerne wieder. Beziehungsweise meine Axt. So, wir sind ausgerüstet mit einer Axt für unterwegs. Man weiß nie, ob man sie braucht. Dann haben wir hier 300er Werte Knochenspeer. Wir haben ein Package und Wasser dabei. Unsere Verbände und den kleinen Heil. Die kleine Heilkiste. Das heißt, wir können jetzt los. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir... Also hier oben waren wir, ne? Wir können hier reinfahren. Da möchte ich reinfahren. Da gucken wir mal nach Loot. Ich habe auch mal versucht, ob ich da eine Kiste drauf kriege vorne, hat aber bei mir nicht hingehauen. So, den lassen wir laufen. Energiemäßig, ja, das passt. Können wir los. Wie viel Sprit habe ich noch drin? Das reicht auch. So, Leute. Das heißt... Achso, das Gewächshaus wollte ich anzeichnen. Junge, Junge. Das war mal doch nicht... Was ist jetzt du, Kiste? War das jetzt mein Kiss? Da hat es doch gerade so gezischt, gell? Also, pass auf. Kann sein, dass, dass ich dann nochmal erweitern muss. Komm, wir gucken mal, wie groß es überhaupt ist. Das weiß ich doch gar nicht mehr. Gewächshaus. Eingang schön nach vorne. Ich will aber schon irgendwie einen Lauf ran. Ich setze es mal so hin, dass ich es mal sehe. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Dann machen wir hier irgendwann die Dinger noch fertig. Dann kommst du ins Gewächshaus. Wir haben die Chance, hier noch anzubauen, weil ich drum rumlaufen kann. Jo. Und es sitzt anderthalb. Okay, das war blöd. Muss ich leider nochmal machen. Muss ich es leider nochmal machen. Das sollte dann schon so gerade wie möglich sitzen. Bub, die Schmupp, Kalupp und Zupp. So, pass auf. Das wäre dann... Wenn ich es richtig sehe, haben wir hier schon die Mitte, ne?
Sieht aus nach Mitte. Wie gesagt, hinten kann ich ja nochmal einen Rand hinmachen. Ich setze es nochmal. Okay, hier ist es jetzt 1. Hier ist es auch 1. Perfekt. So, das Problem ist halt, das Zeug kostet. 60 Nägel sehe ich kein Problem. Kriegen wir hin. Bretter kriegen wir sowieso hin. Kupferbarren sollte auch möglich sein für uns, weil wir bringen nämlich spätestens morgen den Extraktor in die Höhle. Und die 30 Glas, die können wir auch durchrotzen lassen. So, machen wir das. Das ist schon weit, gell? Das, wenn ich jetzt hier mit dem Wegele fahre. Na, es ist ungefähr dieselbe Strecke. Jetzt können wir abhauen. Ja. Ich guck. Okay, wir fahren jetzt die Straße entlang, bis es links abgeht. Okay, dann haben wir die Geschichte. Das Gewächshaus ist jetzt ein Projekt, das muss bis im Winter fertig sein. Ich kann ja im ersten Winter, falls ich das Pumpenhäuschen nicht hinbekomme, im ersten Winter kann ich ja von Hand Wasser schöpfen, weißt du? Das nur, dass wir auf jeden Fall Vitamine und Zeugs haben. Dann möchte ich den Fleischertisch als nächstes. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier dann irgendwie das ein oder andere Tier bekommen. Fleischertisch wäre wichtig zum Aufbau, kostet nochmal Mats, aber den Extraktor müssen wir wegbringen und gleich den zweiten anzeichnen. Gleich den zweiten anzeichnen und parallel mitbearbeiten. Yeah, wir sind unterwegs. Morgen machen wir die Höhle. Top die Mopti. So, guck mal, und da habe ich noch ein Ding offen. Was habe ich denn dann noch offen? Wasser. Das Wasserbecken bauen. Das mache ich. Fürs Tutorial mache ich das. So, lass gucken. Ja, vorne geht es links ab. Verbände habe ich dabei, oder das, ne? Soweit. Sprit haben wir auch noch daheim, falls es zu eng wird. Ja, das kriegen wir hin. So. Jetzt sehe ich die Büsche super deutlich, nachdem ich es das erste Mal... Oh, es könnte aber, wenn wir Pech oder wenn wir Glück haben, ist es eine größere City. Da unten sehe ich schon die Meute. Ich fahre mal nur bis hierher. Speer raus. Ich würde sagen, wir räumen erst auf, oder? Ne, ist auch eine angenehme kleine Siedlung, so eine Art Durchgangssiedlung. Und den Bogen will ich so bald wie möglich, ne? Ist das da vorne eine Kuh? Ne, ist eine Ziege. Ich könnte zwar auch mit dem Speer mal probieren zu schmeißen, aber sind wir mal ehrlich. Ich warte mal, bis sie sich besser verteilt haben und gucken mal, ob hier noch welche sind. Hier sehe ich keinen. Und ich sollte vielleicht einfach der Orientierung wegen mein Gehör verstärken. Ja, da loote ich mal ganz frechs Böckle. Jo, sehr gut für den Extraktor. Und da war schon das Plastik drin, das wir gebraucht haben für die Angel. Haha! Hallo! Nachbarn! Buh! Schön ist, wenn du eine Antwort kriegst. Ja, die laufen gerade. Komm, ich gehe voll rein jetzt. Noch ein Späß, sag ich dann nur. Komm her, Monroe! Komm her, Monroe! So. Der Blutbader. Federn hat er dabei gehabt. Ist das sein Fetisch vielleicht, ne? Ja, guck dir das an. Im Briefkasten haben sie die Elektronik. Warte mal. Nehme ich auch mit. Hast aber Glück gehabt. Hast aber Glück gehabt. So, jetzt kann ich ja mit dem Böckler weiter vorne. Ein oder andere wird schon noch sein. Kann natürlich auch sein, wenn wir Glück haben, findet man nochmal eine Blaupause hier, ne? Cool, der ist hier durch den Zaun gebrettert, habe ich gerade gleich gesehen. Ist das auch ein Loot-Container? Jo. Oh, Plastik ohne Ende. Also das Looten muss man jetzt schon mehr entflechten als vorher. Weil du kriegst einfach schnell am Anfang coole Sachen, ne? Auf der anderen Seite, als wir das letzte Mal gespielt haben, war es ja noch so, dass du auch die Loot-Ausflüge vorgezogen hast, weil du schnell die Blaupausen wolltest, ne? Was ist denn das jetzt gewesen? War das ein Stück Speck? Ein gekochter Speck? Ab dafür! Yes, Nameless! Fehlt nur noch ein Bierle, oder? Ist es die... Ne, ist die Melone. Ja, da gab es doch diese Kürbislampe, ne? Gibt's die noch? War die bei Möbel? Jo, da ist sie! Sobald ich einen Kürbis finde, darf ich ihn nicht klein machen. Nägel? Nägel, meine Lieben. Und Plastik ohne Ende. Was ein Tag. Was ein Tag.
So ein guter, dass ich sogar Plastik wieder sag. Und es hat sich auch noch gereimt. Was ist denn heute los? Hallo. Aha, eine nackte Frau am Wasser. Sie war nicht wirklich nackt, aber in Deutschland wird es gerade ein bisschen Frühling, ne? Da weiß Bescheid. Da sieht man dann auch Dinge, die man nicht sieht. Oder die nicht da sind. So, warte mal, Tetris. Einmal Tetris für den Knochen. So, guckst du. Da guckst du, wie du guckst, da guckst du, wie du guckst. Und kurz ans Böckle, oder? Also Bad haben wir, Flur haben wir, großes Zimmer fehlt. Flur haben wir und diese, ja, Zwischenetage. Zwischenetage. Ich finde es ganz gut, dass das so kleine Siedlungen sind. Da brauche ich keine Marker setzen, wo ich schon war. Wir sind endlich an einem Bereich angelangt, wo ich es mir merken kann. Also, Biotreibstoff hat sich schon mal super gelohnt. Plastik für die Angel, sehr geil. Die ersten Electronic-Teile. Glas fürs Gewächshaus, Trockenziegel. Kevlar. Da habe ich doch auch noch irgendwas im Hinterkopf. Wir brauchen halt das große Auto irgendwann. Oder mit dem Blutwagen dann los. Kevlar, Leute. Baue Klamotten. Hier. 3 Tuch, 6 Kevlar und 1 Kupferbarren. Weil mit dem könnte man wunderschön Loot-Ausflüge machen. Brauche ich die Fackel nicht mitnehmen. Merken wir uns auch mal als Projekt. Ist projektiert, sag ich mal. So, hier waren wir schon überall, gell? Liegt da noch was? Nee. Also, gehen wir ins große Zimmer. Auf dem Tische liegt nichts. Was haben wir denn als letztes? Aha. Naja, Kürbissaat. Besser als nichts. Rohe Leber. Ein rohe Leber, ein rohes Ei. Könntest jetzt, wenn jetzt das richtig angehst, könntest du da richtig was zum Essen zaubern. Ich lieb's. Stückle Fisch. Haben wir Eiweißmangel? Wir haben immer Mangel. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal Ihmchen und ein Stückchen Fisch. Oh, weißt du was? Haus weg. Das hebt ihr nicht, bis ich daheim bin. Gekochtes Ripple? Oh, Alter, da freue ich mich jetzt aber schon aufs Kochen. Ein gekochtes... Naja, ich sag mal so, ich habe mir vorgestellt, wie es gegrillt gewesen wäre. So, dann habe ich ja hier schon alles. Schon ist gut, da war ja jetzt einiges drin. Die bringen uns nichts. Dann haben wir wieder Nägel. 10 brauchen wir für das eine Projekt. Hier haben wir wieder Treibstoff für unseren Spritfresser. Yes, Stückle Kohle. Oh, wie ich mich gerade über alles freue. Super, super. Und jetzt oben noch eine Blaupause und ich bin happy mappy. Jo! Was haben wir? Ölsauger. Den Ölsauger. Was denn Öl? Ei, oder Ölsauger. Ei, der Ölsauger. Wo ist denn der da, gell? Schrauben 20, Stahlbarren. Es ist schon Stahl. Der Ölsauger ist jetzt nicht mein Wunschrezept gewesen. Aber der Loot hier, der ist so gut. Bin so happy drüber. Ist doch cool. Wenn wir das immer wieder regelmäßig mit einbinden. Diese Geschichten hier. Dann haben wir bald die Blaupausen. Ich muss auch mal daheim jetzt ein bisschen raussortieren, was uns noch fehlt für den Helm. Aber es sieht nämlich ganz gut aus, was die Mats angeht. So, Leute. Was haben wir hier? Ölsaugerrezept vielleicht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ein Problem haben wir jetzt allerdings. Jetzt ist der Autobock schon voll, ne? Habe ich den gemacht? Ja. Und wir sind hier noch nicht fertig. Das heißt, da fahre ich wahrscheinlich dann nochmal her. Jetzt haben wir gerade mal Eihäusle. Ist dann schon mehr Loot drin wie im letzten, oder? Aber ich guck mal, was ich noch alles rüberkriege. Ich will ja nichts da lassen, weißt du? Ja, dann können wir das da... Helmi! Digga, du müsstest normalerweise zurückstumpen. Wie viel heilt mich das Ding hier? 50, und dann habe ich noch eine Karenz. Jetzt überlege ich gerade, weißt du was, wir machen es anders. Ich mache die rechte Straßenseite fertig. Und dann machen wir die Tage nochmal die linke geschwind. Ich glaube, für mehr wird es nicht reichen. Oh, nochmal Sprit. Ich gehe mal außen rum, wenn da nämlich auch mal Loot-Container sind. Hier, sehr gut. Können wir für Biotreibstoff gebrauchen, den Müll. Habe ich dann den Müll durchsucht?
Ah ne, da musst du wirklich in alles reingucken. Sehr gut, dass mir's aufgefallen ist. Sonst hätte ich nämlich jetzt über längere Zeit viel liegen lassen. Gut, die Rinde, die muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich gehe erstmal außen rum. Feind sehe ich keinen mehr. Knochenspeertechnisch von der Haltbarkeit ist er auch besser. Und er macht ein bisschen mehr Damage, ne? Ja, ist doch schön aufgeteilt. Vielleicht kriegen wir den Loot von hier noch komplett mit. Auf jeden Fall waren gute Mahlzeiten waren dabei, Leute. Wie wir halt Glück gehabt haben, dass im ersten Gebäude gleich das Rezept lag, ne? Die haben jetzt nicht so auf Rippeln gestanden. Die kannst du von mir aus gleich futtern hier, die da. Das macht viel mehr Spaß, wenn man hier so ein bisschen die Schränke durchstöbern kann. Viel mehr Spaß macht mir das. Den hast du ja. Fernsehschränkler, hat er seine Leber versteckt? Da lege ich meine auch mal hin. Oh, geil, Electronic. Und nochmal ein Müllbeutel. Das ist doch alles super. Was haben wir im Bad? Okay, das Erste-Hilfe-Paket kriege ich jetzt im Moment noch nicht mit. Ich merke mir mal, dass es noch drin liegt. Dann haben wir die Zimmer, dann haben wir die Küche, haben wir. Dann gehen wir noch hoch. So. Maissamen. Gekochtes Ribble für die Nacht. Und den Ziegel haben wir noch und die Dose. Also ich guck mal, ob ich das noch verstaut kriege. Ja, souverän, da gehen wir gleich mal heim und gucken, ob wir die Angel und den Helm bauen können. Beziehungsweise, was fehlt uns noch, um die Sachen herzustellen? Die wären schon wichtig. Sind die Vögel größer geworden? Keine Ahnung. Ja, aber guck mal, das kriege ich doch hin, oder? Lass mich mal kurz gucken, was wollte ich denn jetzt gucken? Ah, Tuch haben wir nicht allzu viel. Ich muss aber schauen, wie gesagt, was wir daheim haben. Was hat denn der jetzt gerade rüber gemacht, wo ich schauen wollte, wie viel es war? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt Horn ist vergessen. Ja, mei, es ist natürlich scheiße. So, den Ziegel hole ich als allererstes. Wo war denn der drin? Hier. Wobei Ziegel nachher schnell gemacht sind. Die Dose nehmen wir mit und das Erste-Hilfe-Package noch. Das heißt, wir haben jetzt dann hier die erste Seite, gell? War das im Bad? Ja, was war im Bad? Seite 1. Das heißt, da fahren wir am besten die Tage, wenn wir ein bisschen Zeit haben, gleich nochmal hin. Für die andere Seite drüben, ne? Das sind dann nochmal 3 Gebäude. Ist genau die richtige Größe. Also, natürlich jetzt sind die Taschen voll. Es könnte ein bisschen kleiner sein. So, rechts ab nach Hause. Projekte haben wir genug. Morgen werden wir die Höhle mit einbauen, dass wir so schnell wie möglich auch Kupferbarren bekommen. Ja, schön. Lichtwert ist noch okay, weil nichts läuft. Aber die müssen wir jetzt anschmeißen. Können wir das so machen vielleicht morgen, dass wir den Angriff morgen einfach mal mit einplanen, indem wir alles wieder anpfeffern, was wir daheim haben. Dann baue ich die vierte Schmelze jetzt gleich wieder auf. Dann steuere ich es lieber so. Weil ich bin eigentlich, bin ich in dem Spiel das gewohnt, dass ich es alles laufen lasse, weißt du? Und auch wegfahre von mir aus und lasse es dann auslaufen. Das habe ich immer so gemacht. Nur jetzt macht es Sinn, die Maschinen, wenn man weggeht, auszumachen, dann hast du deine Ruhe. Oder wenn du mal einen Tag angeln willst. Wobei das Angeln würde ich schon wieder verknüpfen, wenn der Lichtwert so bei 7 ist. 1, 2 Fische fangen, bis der Angriff kommt. Schauen wir mal, wie sich's. Aber da werden wir Routine kriegen, so wie immer. So, auf der Seite habe ich jetzt aber keine Mob-Gruppe gesehen. Wie ich das halt lieb, dass ich hierher fahre und ich fahre praktisch durch meine Base durch später. Die Treppe, sitzt die zu weit draußen? Nee, ne? Nee, sitzt sie nicht. Die sitzt genau richtig. Ach so, schade. Habe ich auch wieder vergessen. Du brauchst ja bestimmt den Webstuhl, ne? Du brauchst doch bestimmt den Webstuhl für die Klamotterie hier. Nee, wird an der Werkbank hergestellt. 3 Tücher, 6 Kevlar. So, warte mal geschwind. Kevlar, Tücher. Jetzt gucken wir mal, ob wir da schon was haben. Oh, jetzt gruscheln wir noch ein bisschen, wie schön. Hier ist eher die Geschichte, aber da könnte man ja die Samen schon mal mit rüberschmeißen, die Zwiebel mit rüberschmeißen
und im Moment einfach alles mal hier rüber geballert, was damit zu tun hat. Hier mache ich auch die Müllbeutel mit rein, weil ich da einfach dann später weiß, dass sie hier drin sind. So, und für später die Geschichte. Perfekt. Okay, schade, haben wir noch nicht genug, aber ich schätze mal ein, zwei Loot-Ausflüge. Wobei, ich glaube, du kannst bestimmt auch Tücher selber herstellen, oder? Ja, warte mal, da war es doch. Was ist das hier? Kevlar. Ja, aber Tuch kann ich doch dann bestimmt auch herstellen, oder? Jo. Ein Tuch kostet Pflanzenfasern und Rindenmulch, ist also kein Problem. Tuch, drei Plastik und Pflanzenfasern. Also den Helm kriegen wir recht zügig. Den Helm kriegen wir recht zügig. Das sorgen wir dafür. Vielleicht sogar. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal eins am anderen. Jetzt machen wir mal den Sprit hier rüber. Ich habe ja schon vier Kevlar, weißt du? Gut. Machen wir mal das hier rüber. Wobei, da müsste ich erst kurz gucken. Hier ist eher die Geschichte und die Geschichte. Der stackt auf jeden Fall auf. Hier ist auch nochmal, guck. Habe ich übersehen. Oh, würde ich sagen. Hier sind die Schrauben drin. Soweit klar. Die Dose ist zu große. Dann machen wir mal das hier mit rüber. Und jetzt kommt der Spritti. Dann kommt er hier. Das mache ich mal da oben ins Eck so lange. Die Dose kann hier mit rüber. Zwei Tücher und vier Dings, Bums. Zwei Tücher und vier Dingsbums. Also wir brauchen noch ein Tuch und zwei Kevlar und halt Kupferbarren, aber das kommen wir jetzt demnächst dran. Perfekt. Warte, 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 warte. Ich räume das schon mal weiter aus. Ich nehme mal alles rüber. So, Leute, Gruscheln gehört dazu. Was fehlte uns denn hier? Eisenbarren. Wollen wir die Maschinen einmal kurz anschmeißen? Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt voll ab. Bupsi, die Dinger machen wir hier rüber. Das ist soweit klar. Dann brauchen wir Eisen gegen Kobalt. Eisen. Ah, Scheiße. Ich vergesse das immer. Komme ich hier in die Schränke? Jo. Tickt es hoch? Ja, es tickt hoch. Alles gut. Also, dann räumen wir jetzt mal ein bisschen auf. Dann haben wir insgesamt jetzt fünf Plastik und guck dir das an. Zack. Die fünf werden wir verballern. Das kommt hier runter, dass ich eine Übersicht habe. Die kommen rüber, weil was sie brauchen, der Stein gehört ja auch nicht rein. Dann haben wir sieben Nägel. Bisschen Talg. Okay. Hier haben wir nochmal Erste-Hilfe-Package. Coole Geschichte. Hier sehe ich jetzt nichts weiter. Unten hätte ich gerne. Das hatte ich. Ist natürlich blöd eng. Gut, aber wir werden demnächst das Dach bauen, dann ist das Thema auch erledigt. Tickt's hoch oder runter, wenn ich hier. Es tickt noch so, wie es sein soll. Alles gut. So, den hätte ich gerne noch hier mit untergebracht. Schieben wir das einmal kurz hier runter, das hier rüber. Einfach einen Platz rüber. Nee. Ah, scheiße. Scheiße, man leise. Ich weiß, es gibt Schlimmeres, wie wenn es nicht nebeneinander liegt, wie es soll. So, den hätte ich gar nicht hier drin gehabt, einfach deswegen. Ne? Gut, dann haben wir hier nochmal Glas. Das räume ich dann später weg. Jetzt pass auf. Die schmelzen. Da war ich schon fleißiger, als ich sein soll. Hier machen wir zwei Eisen rein. Hier mache ich den Fünfer rein und den Fünfer. Und hier lasse ich so. Also, einmal durchschmelzen lassen, dass wir ein bisschen Material zum Bauen haben. Lichtwert im Auge behalten, ist soweit klar. Das ist immer das große Ziel. Der Lichtwert spülen mit Brill, schalala. Wie sich solche Werbungen manchmal in die Hirne einbrennen. In die Hirne. In die Hirne. Ha, ja, komm, das ist mal wichtig, dass wir das fertig bauen. Entschuldigung. Nimm die mal raus. Und einmal kurz hier rüber gezüppelt. So, dann kann ich nämlich hier meine Knochensperre für den nächsten Loot-Ausflug oder auch für die Höhle. Ich vermute einfach, dass die Skorpione immer noch da sind. So. Dann wäre hier, glaube ich, noch Steinspeer mit 95. Den hänge ich jetzt. Ne, wenn ich was umhängen muss. Ich glaube, oder? Weiß ich noch nicht. Machen wir das so. Dann habe ich hier natürlich meine Werkzeuge. So, dann haben wir die Geschichte. Jetzt ist im Moment gar nichts an Mats, sage. Aber gibt Schlimmeres.
gibt Schlimmeres. Ich überlege übrigens auch, ob ich dieses Mal diese Regale will. Mir haben die halt sehr gut gefallen, aber die Kisten, die sind ja auch ein bisschen stylischer, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich kann die ja auch so stapeln, ne? Was ich meine, vielleicht brauchen wir erstmal gar kein Regal. Ne, wir brauchen kein Regal. Ich glaube, dass das sogar geiler ist. Mein Beschriften geht ja immer noch, oder? Machen wir mal hier. Lebens. Ah, okay. Ja, da sind natürlich auch andere Sachen drin, aber so der Hauptpunkt von dieser Kiste sind Lebensmittel. Boom. Lebensmittel. Problem ist jetzt echt gerade hier die Geschichte, ne? So, siehst du, jetzt ist es schon fertig. Dann gönnen wir uns einen Schluck Wasser, auch wenn es jetzt sauberes ist. Löschen das kurz wieder raus. Der Lichtwert ist bei 6. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit. Das ist natürlich blöd, dass ich da mal umschalten muss. Cool. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal kurz auf mein Blättle gucken. Gewächshaus anzeichnen, haben wir gemacht. Die Lutecke beginnen, haben wir gemacht. Die Angel, die will ich heute noch mit reinnehmen. Und dann stand eigentlich noch da, wenn Zeit mehr Spikes bauen. 3 Sticks, 2 Plastik, 5 Eisenbrocken. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Dann macht er uns hier kurz die 5 Eisenbrocken. 3 Sticks haben wir. 1, 2, 3 hier. Und 2 Plastisch. 2 Plastik sollen sein. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Angelköder, ne? Oh, und dann hätte ich gerne da hinten noch, dass wir auch den Fisch aufhängen können. Lass mich mal kurz gucken. Ich brauche hier 8 Sticks, ein Seil und einen Eisenbarren. 8 Sticks. Ein Seil. Scheiße. Ich kann ja bei Lebensmittel kurz den Dinger hier mit drüber machen. Nee, geht nicht. Warum geht es nicht? Weil ich das so. Erstmal jetzt für jetzt für den Moment. Also. So, Eblastik. Ein Plastik. Ah, da habe ich schon hier. Sticks, 8 Stück waren es noch. Gehen wir mal kurz hier außen rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die brauchen noch einen kurzen Moment. Und ich nehme den ersten Trockenständer in Betrieb. Ah, da war noch ein Seil. Schüsse, da war ja noch ein Seil gewesen. Aber wenn wir nichts haben im Moment, außer Seile. Ist im Moment A, Wasserproblem, aber dann trink schon mal, dann hast du das schon mal aus dem Kopf. So, siehst du? Ständerle passt. Dann brauche ich die Eisenbrocken. Die sind jetzt gleich fertig. Sehr gut. Lichtlevel auf 6,2. Das ist alles noch erträglich. Ich liebe diese Routinen in diesem Spiel so sehr, dass ich es immer wieder spiele. Liebes Spiel, komm doch her. Ich baue mir eine Angel, weil ich sie brauche, weil ich sie will. Wir haben eine Angel, Leute. Und sie ist noch nicht mal rausgeflogen. Komm, wir gucken uns das gleich mal an. Ja, schön geschnitzt. Aber Angeln ohne Köder geht natürlich auch nicht, ne? Wo finde ich den Angelköder? Das weiß ich nicht mehr. Kleine Ration. Hier sind die Fische. Eintopfmische. Gemischtes Gemüse. So, Rezept braucht man eigentlich hier drin nicht unbedingt. Flaschen können wir noch keine bauen. Milch. Ach ja, jo, Milch. Wo finde ich denn den Angelköder, was alles gibt? Aber schön jetzt, ne, wie das gemacht ist. Mir gefällt es richtig gut. Da ist er. Fischköder. Ein Stock, eine Feder, 5 Eisenbrocken. Jetzt will das Spiel mich aber auch wirklich an der Wickel kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir heute länger. Dann machen wir heute länger, aber das muss heute schon drin sein. Das muss heute schon drin sein in meiner Runde. Schubdubidubidei. So, pass auf. Zack, zack. Bämsle, sonstiges, schmelze. Hin. Für was habe ich das Zeugs besorgt, weißt du? Ich muss jetzt eh den zweiten Steinkübel, der da angezeichnet ist, noch aufbauen. So, die Barren, die würde ich jetzt mal behaupten, kommen hier rein. 4 Stück, dann können wir fleischern, Leute. So, dann brauche ich 1, 2, 3. Ja, 3 reichen aber. Unser hat er nur 2 genommen. Aber die reichen erstmal für den Vorgang, den ich jetzt hier angedacht habe. So.
Du da runter. Du dahin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber die konnte ich, glaube ich, ausholen. Ne? Bum, bum. Das geht nicht, okay. Ich dachte, vielleicht kann das Feuerzeug schon irgendwie mit einem Rechtsklick oder so automatisch anmachen mittlerweile. So, jetzt steigt natürlich unser Lichtwert, aber der wird heute nicht auf 10 steigen. Hier brauchen wir 8 Bretter und 10 Nägel, das ist soweit klar. Die Barren habe ich jetzt verholzt, ist auch kein Problem. Den Angelköder bauen. Und dann fischen wir, Leute. Jo, so machen wir das. Und dann gehen wir rüber in die nächste Folge. Gucken, dass wir noch ein bisschen den Abend nutzen morgen gemeinsam. Oder ich besorge Holz und wir brechen gleich morgen dann in der Folge auf zur Höhle. So, das mache ich jetzt hier rüber. Das brauche ich im Moment nicht. Habe ich keinen Sprit mehr? Oder könnte man vielleicht mal kurz gucken, ob ich da ein bisschen nachlege? Jupp, kann ich genau reinmachen. Scharwübbelchen, hier sind auch nochmal Splittis. Da haben wir nochmal Steine. Jetzt, Sattle, guck dir das an. Lichtlevel noch unter 7, das ist gut. 3 Stück habe ich, 5 brauche ich für den Köder, gell? Was war der Rest? Finde ich es gleich nochmal oder muss ich... Ich glaube, hier bei dem Schmutzzeichen hier war das. Ein Stick, eine Feder, ein Eisenbrocken. Die habe ich schon drüben, alles klar. So, Leute, dann fangen wir unseren ersten Fischhängen den auf und dann bin ich happy für heute. Weißt du was, bis das durchgeschossen ist, hole ich mir noch einen Baum. Ja, ich würde sagen, den da... Schöne Geschichte. Wir haben jetzt Juni, Tag 5. Gewächshaus ist schon mal angezeichnet. Wir wissen, was wir brauchen. Das Glas und so, das können wir alles schon mal durchlaufen lassen. Vielleicht, wenn der Lichtwert das nächste Mal... Wenn der Lichtwert das nächste Mal resettet ist, dass wir dann mal die Maschinen voll packen. Und ans Glas gehen. Gleich sind wir bei 7. Ne, 6,7 ist. So. Wir schwuppen um die Ecke. Schalala. So, Leute. Das war die Geschichte. Auch ist ein bisschen umständlich, die jedes Mal wieder auszumachen, aber dafür hast du halt kontrolliert die Angriffe und brauchst dich nicht ständig irgendwie... Muss ich mich auch erst dran gewöhnen, ne? Ist nicht so meins. Ich lasse die als gerne auslaufen, die Maschinen. Aber ich schätze mal, 2-3 Runden haben wir das. Ah, ich hätte es gleich rausnehmen können, habe ich vergessen. So. Bams, Kazams und Angelköder hergestellt. Fünf Stück hat er gemacht. Warte mal, da drüben waren wir doch schon fertig mit dem. Ich will irgendwo kurz hinstehen, wo es ein bisschen. Hier sieht es hübsch genug aus. Hier, Mamas. So, die Angel ist da. Ich schmeiße aus. Wie war denn das wieder? Links reinholen oder mit rechts? Köder gefressen. Muss ich mit Rechtsklick, glaube ich, anziehen, oder? Gerade eben habe ich links geklickt nur. Ja, Rechtsklick. Und offensichtlich kann aber die Schnur auch nicht einfach so reißen. Rechtsklicken und draufbleiben, ne? Erster Fisch. Eine Forelle. Forelle ist was Feines. So, Leute. Schwupp. Und schwupp. Der guckt doch noch. Alles klar. Wieder was erreicht. Wie gesagt, eins meiner Ziele ist dann, so schnell wie möglich den Helm zu bauen. Im Moment fehlen uns halt Kupferbarren. Haben wir jetzt keine gefunden, also Kupfererze oder so. Wir hatten, glaube ich, Blei, gell? Blei haben wir und Kobalt. Aber in der Höhle kriegen wir dann mit Sicherheit was ran. Jupp. Leute, ich speichere hier ab. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.